Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück hier im Regen auf der Mining and Construction Economy. Wie versprochen wollen wir uns ja heute nochmal um den Marmor kümmern, und zwar wollen wir den Marmor verkaufen. Dazu brauchen wir erstmal einen Tieflader. Ich habe mal unseren LKW mit der Betonbirne hierher gefahren. Jetzt müssen wir uns mal einen passenden Tieflader raussuchen. Gucken, ob wir da was finden. Wo sind denn die Tieflader eigentlich? Da. Ja, da können wir uns ja einen aussuchen. Sollen wir gleich den nehmen? Der ist nicht so riesig. Müsste eigentlich funktionieren, denke ich mal. Kennzeichen brauchen wir natürlich noch. So, was nehmen wir? Machen wir wieder Andi. Und irgendeine Zahl. 6731. Okay. Kaufen. Gut, dann schicken wir den erstmal los. Zu unserer Marmormine. Beziehungsweise zum. Ja, wir haben ja einen Wegpunkt. Marmor gemacht. Na, magst nicht? Warum eigentlich nicht? Warum geht denn das nicht? Passt das aus irgendwelchen Gründen nicht da dran oder was? Ja klar, ich hätte sowas ja nehmen müssen. Also kaufen wir den. Konfigurieren. Kaufen. Das war jetzt ein Denkfehler von mir. So, wo ist das andere Ding? Ja, den hier, den verkaufen wir wieder. So. Haben wir ein paar Euro Verlust gemacht. Wird uns nicht umbringen. Habe ich jetzt nicht bedacht, dass ich einen Anhänger habe. Einen LKW habe, der einen Sattelauflieger transportieren muss und keine Anhängerkupplung hat. So, dann los. Auf zum Marmor. Passt aber einiges drauf, du. Uiuiui. So viel Marmor haben wir noch gar nicht. So, ich schicke den mal los. Und dann hat mir eins keine Ruhe gelassen. Das Verladen der Marmorblöcke per Hand. Das geht so nicht. Das muss auch anders gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, gucken wir mal, ob wir diesen Kran hier kaufen können. Probieren wir einfach mal aus. Wir kaufen den mal. Ich weiß jetzt nicht, ob man noch was dazu braucht. Das kann sein. Da gab es nämlich noch so eine Kran-Traverse oder irgend sowas. Das muss ich mal gucken, ob das Ding jetzt ist. Das habe ich auf jeden Fall mit dazu genommen. Bei den Mods, das kann sein, dass das bei Diverses drin ist. Ne, da ist es nicht. Vielleicht hier.
Da, das Ding. Ich weiß nicht, ob man das braucht oder nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Oh, das leuchtet aber schön da. Was immer in. So, da ist der Kran. Das ist schon wieder die Frage, wie kriegen wir die Krantraverse jetzt dahin? Wir können ja erstmal kurz den Kran ausprobieren. Ob der das Ding überhaupt anhängt. So, Kran im LS habe ich noch nie gesteuert, so ein Kran. Aufklappen. Das sieht schon mal gut aus, wenn die Stützfüße sich ausfahren. So, dann haben wir Abdeckung öffnen. Das war auch nicht so schlecht. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, okay. Schwenken geht auf. Wieder zu. Guck mal. Aha, guck mal da oben. Den Ausleger verlängern. Das geht auch. Kann man das Ding jetzt da anhängen? Sieht schon wieder irgendwie nicht so aus, oder? Was müsste ich machen, um das Ding anzuhängen? Welche Taste müsste ich dafür drücken? Wer weiß das? Ah, jetzt. Krantraverse ankuppeln. Na, das haben wir ja schon mal. Huch. Ui. So, jetzt machen wir einfach mal was ganz Verrücktes, was man im richtigen Leben natürlich nicht macht. Jetzt fahren wir einfach mal so. Das darf man nicht, ich weiß. Das ist wie mit dem Radlader, mit der hochgeklappten Schaufel. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Ich will einfach ausprobieren, ob man diese Marmorblöcke mit dem Kran aufladen kann. Weil es kann nicht sein, dass man das alles per Hand aufladen muss. Schickt man den auch mal zu Marmor. Wo ist Marmor hier? Falls ihr da Wegpunkte seht, die ihr noch nicht kennt, ich habe schon für die nächste Produktion schon mal ein paar AD-Kurse vorbereitet. So, da sind wir. Bei unserem Marmor. Ach, der ist noch gar nicht angekommen, weil der andere da rumsteht. Also Drive-Regel Nummer 1 nicht beachtet, wie es aussieht, oder? Ja, richtig. Auto Drive-Regel Nummer 1. Parke niemals ein Fahrzeug auf einem AD-Kurs. So, jetzt fahren wir mal hier ran und da drüben seht ihr schon unsere Marmorpaletten liegen. Die kommen nämlich hier raus. Die spawnen dann hier. Und ich habe jetzt schon mal unseren Radlader hierher gefahren, meine Palettengabel angebaut. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es uns gelingt, hier aufzuladen. Es wird wieder sehr fitzlig. Jetzt muss ich irgendwie da unten rein zwischen die zwei Paletten. Das ist wieder eine Millimeter-Sache. Schon schieben wir die Palette weg.
Aber ich glaube, wir haben sie. Haben wir sie wirklich? Ah ja, besonders verkehrssicher sieht das nicht aus. Jetzt fliegt sie eh gleich runter, wie es aussieht. Wir müssen noch weiter reinfahren. So, jetzt bleibt sie auch drauf liegen. Juhu! 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 Die Marmorpalette ist drauf. Auf dem Radlader. Man braucht schon ein bisschen größeres Teil dafür. Ich hatte schon Bedenken, dass es vom Gewicht her nicht passt. Weil das sind 12.000 Liter. Und Marmor ist jetzt nicht dafür bekannt, besonders leicht zu sein. So, jetzt müssen wir bloß gucken, dass es dann auch hier liegen bleibt. Huch. Ja, ich wollte jetzt schon hier ablegen, hier drauf, Kollege. Naja, gut. War jetzt so halb professionell. So, da müssen wir wieder gucken, dass es die Gabel hier genau waagerecht ist und dann ganz knapp über dem Boden schwebt, dann könnte es funktionieren. Könnte. Ja, ich bin noch zu weit oben. Jetzt. Und genauso wie jetzt hier mit den Marmorpaletten, müsste es auch klappen mit den Stahlpaletten aus dem Stahlwerk. Die haben wir ja noch nicht verkauft, aber ich gehe mal davon aus, dass das genauso funktioniert. Oh, unser Kran ist hier angekommen, schaut mal. Ich gehe mal davon aus, dass es mit den Stahlpaletten ganz genauso funktioniert. Die sind ja auch so groß. Müssten wir eigentlich auch mit dem Stapler hier aufladen können, mit dem Radlader und Palettengabel. Also meine Meinung ist ja, der LS ist ein wunderbares, großartiges Spiel. Landwirtschaft, alles macht richtig Spaß. Aber das Einzige, was richtig wirklich bescheiden und ganz blöd gelöst ist, ist das Aufladen. Und es war egal, was man auflädt. Es ist alles einfach nur ein Murks und ein Krampf. Egal, ob es Paletten sind, egal, ob es Baumstämme sind, egal, ob es diese großen Paletten hier sind, es ist alles ein Krampf aufzuladen. Das Einzige, was halbwegs funktioniert, halbwegs, ist mit dem Radlader so Fill-Types aufladen. Sand und so ein Zeugs, Hackschnitzel und ja, aus der Mine raus was baggern. Halbwegs. Den Riversand haben wir ja auch gesehen, dass der nicht gescheit funktioniert. So, dann stellen wir den mal hier ab. Spanngurte dran. Jetzt haben wir 24.000 Liter Marmor geladen. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wo wir die hinfahren. Wo wird denn Marmor angenommen? Wo haben wir denn hier Marmor? Da. Das ist der Marmor, diese Marmorblöcke. Die bringt 3.000 und die Marmorpaletten. Was soll das ein Witz sein? Die Marmorblöcke bringen mehr als die Marmorpaletten. Also, oder, ja, kleines bisschen mehr. Da hätte ich ja gleich die Blöcke verkaufen können. Na gut. So, dann fahren wir zum Verkauf. Accept all products. So, jetzt willst du dich auch rumdrehen.
Jetzt hängt der nächste hier an diesem Marmortransporter fest. Den fahren wir jetzt. Was war das jetzt? Marble Pellets wird ja nicht angenommen. Ach so, der steht gerade über dem Trigger da, deswegen. Ja, okay. Ja, ich hab's vernommen. Ich muss nur erstmal schnell den hier reinfahren in die Mine. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit dem Kran diese Marmorklötze hier aufladen können, ob das geht. Das will ich jetzt echt sehen, ob das geht. Vielleicht geht's auch nicht. Also ehrlich gesagt würde es mich auch nicht wundern, wenn es nicht geht. Das ist schon wieder Giants Physik. Guckt euch das an. Ist das nicht eine geile Physik? Dass der Kranhaken so schräg da runterkommt? Also ich glaube, das wird nichts. Umstellen auf diese Traverse. Ich glaube, jetzt habe ich die. Aber, ja. Jetzt müsste da irgendwas kommen, dass man da mal was anhängen kann. Tja. Nochmal ab diese Traverse, gucken mal, ob es ohne Traverse geht. Nö, auch nicht. Tja, keine Ahnung, was man da macht. Geht nicht, offensichtlich. Naja, dann halt nicht. Das ist nämlich das nächste. Neben dem Aufladen kann es doch nicht sein, dass man nicht rauskriegt, wie man mit so einem Fahrzeug umgeht. Ich meine, da muss es doch irgendwas geben, wo man rauskriegt, welche Taste muss ich drücken, um was zu machen an dem Fahrzeug. Ich meine, meistens ist es ja JKNM plus gegebenenfalls noch Umschalt oder Steuerung. Aber was genau er wann macht, man weiß es einfach nicht. Man kann rumprobieren. Ich weiß noch mit diesem Betonmischer, da habe ich, mit der Betonpumpe, da habe ich ja auch ewig rumprobiert. Bis ich dann rausgefunden habe, wie das ging. Das kann es einfach nicht sein. So, du hängst hier fest. Ja. Das wundert mich nicht, so ein großer Tieflader braucht ein bisschen mehr Platz, um die Kurven zu kommen. Der wichtigste Helfer in dem ganzen Spiel. Wichtiger als AD, wichtiger als Cosplay, wichtiger als VCA und so weiter. Ist der starke Bauer oder diese Easy Development Controls. Also eine super Stärke, egal wie der Mod jetzt heißt.
braucht man es so oft. Erstens, um irgendwelches Zeug aufzuladen, womit wir beim Thema von vor wenigen Minuten sind, weil das ja nicht gescheit funktioniert, mit irgendwelchen Fahrzeugen oder so. Und zweitens, weil sich immer wieder irgendwo Fahrzeuge verhängen, verhaken, festfahren, die absonderlichsten Situationen kommen. Ich habe es schon mal gehabt, da hat sich ein Traktor mit, ich glaube es war ein Heuwender dran oder ein Schwader, weiß ich es nicht mehr genau, an einem Laternenmast dermaßen festgefahren und verhakt, da hilft nur noch der starke Bauer, um die wieder loszukriegen. So, jetzt haben wir AD ein Stück fahren lassen. Das können wir eigentlich auch selber fahren, wenn wir hier mit dabei sind. Dann passiert es schon mal nicht, dass wir uns hier irgendwo wieder verhaken. Oder nicht so. Nicht so wahrscheinlich, weil ich ja dann ein bisschen größere Bögen fahren kann. Hier müssen wir eh schon rein. Gucken, ob es reicht, hier drüber zu fahren. Ja, es reicht. So, das Geld rinnt aufs Konto. In atemberaubender Geschwindigkeit. Fast 72.000 Euro haben wir jetzt dafür gekriegt. So, dann schicken wir den wieder zum Shop. Beim Shop habe ich meinen zentralen, wie sagt man so schön, meinen Fuhrpark quasi geparkt auf dem Parkplatz da. Deswegen schicke ich immer alle wieder zum Shop. So, dann haben wir das Thema Marmor, denke ich, soweit abgearbeitet. Sagt, dass der Kran nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Ich hatte ja ursprünglich auch gedacht, dass man diesen Kipper hier, oder dieses Fahrzeug, ist ja kein Kipper, dass dieses Fahrzeug irgendwie diese Ladefläche abkippen kann nach links oder rechts, dass man da so einen Marmorblock gescheit aufladen kann. Schreibt mal bitte in die Kommentare, habt ihr eine Idee, wie man diese Marmorblöcke gescheit da drauf bringt, auf das Fahrzeug. Also mit Kran geht's nicht, mit Superstärke per Hand geht's, das wissen wir jetzt schon. Vielleicht gibt's auch noch andere Möglichkeiten. Bin gespannt, lasst mich gern wissen. So, wir gehen jetzt mal weiter. Ich habe schon was vorbereitet, nämlich hier. Als nächstes machen wir jetzt Ziegel, würde ich sagen. Ich habe schon mal AD-Kurse angelegt. Abladen müssen wir einstellen. Das ist sehr herausfordernd gewesen, hier AD-Kurse für die Ziegelei anzulegen. Jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es nur eingefahren. Jetzt schauen wir einfach mal. Die ist so verwinkelt. Ihr seht es ja jetzt gleich, wenn er da reinfährt. Hat keinen Spaß gemacht. Da unten ist die Lehmgrube, heißt das nicht Lehmmine, Lehmgrube. Also das heißt Clay, aber ja, in Deutsch sagt man eher Lehmgrube als Lehmmine. Da haben wir keinen weiten Weg und jetzt guckt euch mal die AD-Kurse an. So sieht's aus. Ob es funktioniert, weiß ich noch nicht. Das sehen wir jetzt gleich. Also mit den Hackschnitzeln muss er da jetzt so rückwärts dahinter. Und da rechts am Rand seht ihr gerade noch den Trigger für den Lehm verschwinden. Der ist einigermaßen gut. Ja, ganz da hinten rechts kommt noch ein Trigger für Wasser. Ne, das ist nicht Wasser. Leim. Warum kippt denn das Zeug jetzt schon hier hin? Halt, stopp! Mist. Ich habe einen riesen Mist gemacht, Leute. Riesenmist. Ich hätte mir das Ding erstmal kaufen müssen, bevor ich das Zeug anliefere. So, jetzt sind meine schönen Hackschnitzel weg.
aber es hat funktioniert. Es ist komisch, weil der Trigger ist eigentlich erst hier hinten angezeichnet. Guckt mal. Hier hinten ist der. Deswegen habe ich natürlich den LD-Kurs ein bisschen hintergezogen. Dass der hier vorne schon abkippt, ist natürlich dann nicht so schlecht. Jetzt probieren wir das mal weiter. Schalten wir es nochmal ein. Na, warte mal, wir machen es nochmal. Ui. Gut oder nicht gut? Das wiederum ist ein Vorteil beim LS. Bei SnowRunner werden wir die Karre jetzt umgekippt. Im LS bleibt sie stehen. Wir wollen es noch ausprobieren, dann wird es jetzt ja eh langsam dunkel. Dann machen wir am nächsten Tag weiter. Machen wir Feierabend für heute. So, jetzt gucken wir nochmal. 4000 Liter Hackschnitzel haben wir noch. Das ist besser als nichts. Was war das jetzt? Leute, das war so nicht gedacht. Ach, guck mal, das ist ein riesengroßer Trigger hier. Überall sind ja Hackschnitzel. Ja, okay. Dann schütten wir sie halt mal hier rein. So, da kommen dann die Bricks raus, die Ziegel. Wir müssen noch Wasser anliefern, wir brauchen Kalk und wir brauchen natürlich Lehm. Wir können aber mal hier in das Menü gucken. Wie heißt das Ding? Brickprozessor, da. Klee, Kalk, Hackschnitzel, Wasser. Ach, die Hackschnitzel sind doch hier angekommen. Er hat nur ganz wenige verkauft, die meisten. Die allermeisten sind angekommen für die Produktion. Gut so. Okay, also. Dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um Lehm, Kalk und Wasser, dass das hier herkommt. Ich glaube, beim Limestone-Prozessor kriegen wir ja Kalk, ne? War das so? Limestone-Prozessor. Genau, da haben wir Kalk. Nicht, dass wir das wieder verwechseln. Aber jetzt brauchen wir Kalk. Dann kannst du schon mal dahin fahren. Schicken wir den schon mal los zum Limestone-Prozessor. Und dann, wie ihr seht, jetzt wird es rasend schnell dunkel. Regnet uns immer noch. Die Sonne ist aber angesagt. Für die Nacht, da wird die Sonne scheinen, wie es aussieht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, dann werden wir uns hier um die Ziegelproduktion kümmern. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen da und tschüss, bis zum nächsten Mal.